In diesem Video zeigen wir dir, wie du dich für das Planspielbörse registrieren kannst. Wenn du die Planspielbörse-App öffnest, erscheint dieser Ladebildschirm. Sobald die App geladen ist, wirst du mit einem Willkommensbildschirm begrüßt. Nachdem du auf Starten geklickt hast, kannst du durch einen Klick auf Neu registrieren den Registrierungsprozess starten. Als erstes musst du den Registrierungscode eingeben. Diesen bekommst du von deinem Spielleiter oder deiner Sparkasse. Nachdem du den korrekten Registrierungscode eingegeben hast, kannst du ein neues Team erstellen oder einem bestehenden Team beitreten. Wenn du ein neues Team erstellen willst, klicke auf Neues Team erstellen und dann auf Weiter. Nachdem du dein Alter angegeben hast, kannst du jetzt den Teamnamen eintragen, mit dem euer Team auftreten möchte. Danach gibst du das Passwort für deinen persönlichen Account ein. Achte bitte auf die Passwortkriterien. Nachdem du dein Passwort eingegeben hast, kannst du jetzt deine E-Mail-Adresse eingeben, an die der Bestätigungslink gesendet werden soll. Im nächsten Schritt gibst du deine persönlichen Daten wie Name und Adresse ein, damit man dich deinem Account zuordnen kann. Jetzt wählst du deine Schule aus der hinterlegten Liste aus. Falls sich deine Schule nicht dort befindet, wähle bitte die Option Sonstiges und trage den Namen deiner Schule ein. Du hast es jetzt fast geschafft. Als letztes musst du noch die Teilnahmebedingungen, Spielregeln und Hinweise zum Datenschutz akzeptieren. Dann wird eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an dich geschickt. Sobald du damit deine Registrierung bestätigst, kannst du dich mit deinen Daten einloggen. Wenn du einem bestehenden Team beitreten willst, benötigst du die Team-ID vom Teamleiter. Diesen Code hat der Teamleiter bei der Registration des neuen Teams per E-Mail zugeschickt bekommen.